Hallo und herzlich willkommen zu der Vorstellung der besten Nationen in dem neuen Civ 6. Zumindest aus meiner Sicht die besten bisher. Obwohl ich noch sagen muss, ich muss die aktuell auch noch mal kurz anspielen alle. Aber das, was ich von den Werten mir durchlesen konnte, war ein bisschen schwer zu finden, weil die ganzen Seiten, wo ihr das noch googelt, vor allem die Deutschen, die geben euch nur Text und keine Zahlen. Die Seite gibt euch Zahlen hier. Ich hatte mit den Zahlen im Spiel selber auch noch mal verglichen, weil ein paar sich unterschieden haben. Aber im Grunde genommen stimmte die bis auf eine, die ich gefunden habe. So, auf jeden Fall habe ich mir die alle angeguckt und bei den Nationen, muss ich sagen, sind zwei dabei völlig herausgesprungen aus allen anderen Nationen. Wonach habe ich aber geguckt? Wie habe ich das bewertet, ob das eine gute Nation oder eine schlechte war? Für mich war eigentlich zwei Sachen extrem wichtig. Also im Grunde genommen eine Sache, aber besteht aus zwei Seiten. Und das war, was sind die einzelnen Boni, die Nationen bringt? Also dieser Boni selbst gut und tun diese Boni sie gegenseitig ergänzen, tun die also Synergien schaffen, ne? Sind also mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Das waren so die Sachen, die ich mich gefragt habe, wenn ich Nationen beurteilt habe, ob das was für mich wäre oder nicht zum Spielen. Und mir ist natürlich klar, es muss man da verschiedene Kriterien noch weiter filtern, ne? Ob er gegen KI spielt, viele Spieler, weniger Spieler auf Kontinent, auf Wasser und weiß der Geier. Aber wenn man nur die Nationen jetzt mal alles gleich testen würden nebeneinander, sind halt zwei wirklich herausgesprungen. Und die werde ich euch jetzt hier vorstellen. Ja, fangen wir vielleicht vorne an. Vorne wäre dann quasi bei G, wo ist er? Der Grieche. Die Griechen haben eigentlich zwei Anführer, wovon der Gorgo vorzuziehen ist. Und vielleicht jetzt mal grundweg, die Nationen selbst haben im Kern, haben die drei Sachen immer. Das ist einmal dieser Civilization-Bonus, der hier steht, dann haben sie eine Einheit, eine besondere, und dann haben sie nochmal ein besonderes Gebäude. Diese drei Sachen muss man sich eigentlich anschauen und dann gucken, ob die eben zueinander passen, ob es da Synergien zwischen denen gibt. Die Einheiten können wir erstmal vorne weglassen, obwohl die teilweise auch sogar noch reinpassen. Und die erste Nummer Uno, Nummer 1 auf dem Berg, obendrauf auf dem Olymp, die Nummer, also wer da? Das ist auf jeden Fall die Griechen mit Gorgo aus meiner Sicht. So, die haben nämlich eigentlich haben die zwei Boni, wenn ihr so wollt, im Gegensatz zu allen anderen. Was jetzt kein Drama wäre, wenn die halt schwach wären zusammen. Die sind aber für sich genommen auch super stark. So, die Gorgo selbst kriegt einen Bonus im Vergleich zu Perikles, wo die eben, wo steht's? Diese Thermipylaen-Zeugs hat die. Was das bedeutet ist, immer wenn die eine Einheit tötet, und das meint nicht nur Barbaren, sondern jede verfluchte Dreckseinheit auf der Map, also auch von den Nachbarn, den ihr nicht mögt, wenn die, oder ein Stadtstaat, den ihr abfarmen wollt, oder wie auch immer, wenn die eine Einheit tötet, bekommt die die Hälfte der Kultur, also ihr kommt, wenn ihr die Stärke der Einheit, teilt die durch zwei und das bekommt die als Kultur, als Belohnung, wenn sie die Einheit getötet hat. Also zum Beispiel so ein Speerträger, wenn ihr den tötet, der hat glaube ich 20 Stärke. Wenn ihr den tötet, kriegt ihr 10 Kultur diese Runde. 10, ja? 10! Ich gebe euch mal eine Zahl, damit ihr wisst, wovon wir hier sprechen. Wenn ihr eine Stadt am Anfang habt, euren dreckigen Palast, und dann baut ihr noch ein Monument, was ja nicht jeder macht, dann habt ihr 3 Kultur Einkommen am Anfang, ja? Also das ist aber auch nur, wenn ihr diese komische Gebäude haben würdet. Wenn ihr jetzt einen Speerträger tötet, kriegt ihr halt da zum Beispiel 10 Kultur. Also fast, was ist fast? Also ihr kriegt mehr als das Dreifache im Prinzip eures Rundeneinkommens, wenn wir mal unterstellen, dass eure zweite Stadt keinen Palast, kein Monument hat, ja? Am Anfang. Das heißt, ihr werdet einfach dreimal so schnell wahrscheinlich, also im Grunde genommen ist die Frage, wie viel ihr tötet, aber ihr könnt theoretisch, ist es möglich, wirklich dreimal so schnell, also zwei bis dreimal so schnell, ihr hättet jede Runde eine, die ihr tötet, die kulturell zu wachsen. Dieser Bonus, der geht halt einfach durch die Decke. Das wird ja auch nicht weniger später. Wenn ihr zum Beispiel später einen zweiten Weltkriegsinfanteristen tötet im absoluten Late Game, der hat dann 70 Stärke, dann kriegt er 35 Kultur, ja? Also klar, wenn ihr ja auch mal ein Einkommen von irgendwie vielleicht 30 Kultur oder so weiter, aber ihr kriegt ja 35 für einen Kill und die spammen ja auch diese Einheiten. Also das, also kulturmäßig gehen die halt mit diesem Bonus absolut durch die Decke. Der andere Kamerad von denen hier, den ihr da auch wählen könnt, den Perikles, der kriegt nur 5% von den Stadtstaaten, wo der Boss ist, Kultureinkommen von denen, da steht's. Ja, so, also wo der Suzerain ist, das ist irgendwie der Boss da, also wenn ihr halt genug Envoys da habt, Gesandte. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel die produzieren, aber wenn die 10 Kultur herstellen, ist das halt Peanuts, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Wenn die 100 herstellen, würdet ihr 5 Kultur pro Runde kriegen, aber die stellen keine 100 Kultur her pro Runde und ihr habt auch nicht 10 Städte, die ihr habt. Also da würde ich sagen, ist halt der Bonus von der Gorgo um Längen besser, vor allem, weil es auch ein Early-Game-Push ist. Alles, was Early-Game schon stark ist, das lässt euch halt snowballen ins Late-Game. Also das für sich selbst genommen wäre schon ein absoluter Grund, die zu benutzen. Das ist halt wirklich heftig, der Bonus. Jetzt geht's weiter. Der nächste Bonus ist Plato's Republic. Was das bedeutet, ihr kriegt eine Wildcard für Politik.
So, also erstmal bedeutet das ganz am Anfang, wenn ihr eure normale Politik habt, diese Stammesherrschaft-Dings da, dass ihr halt statt den normalen Karten habt ihr eine Karte extra, eine ganze Karte mehr. Ja, direkt von Anfang an. Und auch noch jede Karte, die ihr haben wollt, könnt ihr da reinpacken. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt, da sind gerade viele Gegner, weil ihr diesen Bonus da von der Gorgo nehmen wollt und ihr wollt hier halt alle töten, dann macht ihr halt eine Kampfkarte rein gegen Barbaren. Plus 5 extra Kampfkraft. Boom! Und dann geht's los. Oder ihr packt halt irgendwie rein, dass ihr halt mehr Einkommen habt, ein bisschen mehr Religion zum Beispiel, das vor allen anderen den ersten Propheten bekommt. Boom! Einfach rein. Also das ist halt krass, ne? Dieser Bonus, sich selbst genommen, ist ja auch schon der absolute Vogelabschießbonus. Und weil das halt eine Wildcard ist, die ihr für alle Governments auch bekommt, seid ihr unglaublich flexibel. Also selbst wenn ihr später auf sagen wir mal, eine Regierung vornimmt, die total friedlich ist, die auf Economy geht, könnt ihr halt trotzdem einfach eine Militärkarte da reinpacken, die ihr nie hättet haben können sonst, ja? Und da gibt es halt ganz fette Boni zum Teil. Also wirklich fette Boni gibt es da. Also einfach mal so ein Typ, der da Merkantilismus und so weiter geht und dann spammt der aber trotzdem Soldatenpreiswert, weil die 50% Preiswert herstellt und so, wie durch diese Wildcard, ihr Orido. Also das ist halt ein ziemlich heftiger Bonus. Und bedenkt bitte auch, dass das halt ein Bonus im Sinne von Kultur ist, weil ihr mit der Kultur, die der Gorgo-Bonus freischaltet, schaltet ihr mehr Wildcards, nicht mehr frei, sondern mehr Karten frei. Und die Wildcard ermöglicht euch halt diese mehr Karten, wie ihr wollt, einzusetzen, sodass es zwischen diesen beiden auch noch ein Hardcore-Synergien gibt, ja. Also in jeder Hinsicht tun die sich auch gegenseitig hochschaukeln. So, dann habt ihr noch einen Obliten dazu. Zwei Obliten geben einfach nur einen Kampfbonus, wenn die nebeneinander stehen. Aber im Kern heißt das, dass ihr am Anfang, also ihr habt einen Obliten, der hat sogar 25 Angriffskraft. Wobei ich glaube, die normalen Speere kommen auf, wir gucken mal gerade, ich glaube, die kommen auf 20. Auf 25, das heißt, ihr kriegt quasi 12,5, wenn ihr einen davon tötet. Gut, also ihr habt auf jeden Fall einmal 25 und wenn ihr neben einem anderen steht, Obliten, kriegt ihr halt 10 Punkte drauf. Das heißt 35, das heißt unbesiegbar. Ne? Das ist schon ziemlich heftig. Und auch für den Angriff, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur für die Defense. Das heißt also, mit der Einheit könnt ihr am Anfang dann Kultur farmen gehen, wie ihr wollt. Entweder bei Stadtstaaten farmen oder bei Barbaren farmen oder bei eben verblödeten Nachbarn farmen. Farm, farm, farmt und farmt. Das ist halt einfach nicht normal, ne? Das heißt, hiermit holt ihr euch Kultur wie blöde mit dem Gorgo-Bonus. Und ihr kriegt ja nochmal plus 5 Punkte Angriff noch extra gegen Barbaren drauf, wenn ihr dann diese Wildcard einfach einsetzt oder halt eine normale Militärkarte reinschmeißt, ja. Also in jeder Hinsicht ist das auch eins, was eben die anderen Boni nochmal weiter verstärkt. Also auch hier zwischen den dreien unglaublich viele Synergien, die halt einfach nur durch die Decke gehen. Und dann habt ihr noch die Akropolis, die tatsächlich auch ganz nett ist. Also was den Kern macht, erstmal kostet die 30 Punkte zu produzieren statt 60 Punkte. Also ein Theater kostet 60 Punkte normalerweise, ja. Das heißt, die ist schon mal halb so teuer nur wie ein Theater. Da habt ihr die schneller auf der Map. Und was die jetzt bringt, ist, die bringt euch hier unten diesen Bonus. Plus zwei Kultur für irgendwie, also wenn ihr neben eurem Stadtcenter seid. Bei dem normalen Ding kriegt ihr halt diesen Krempel nicht. Da kriegt ihr halt dasselbe, was ihr auch bekommt. Die unterscheiden sich da halt gar nicht, wenn ich es richtig gesehen habe. Ihr kriegt aber plus zwei extra Kultur hier nochmal, wenn ihr in dem Stadtcenter das baut. Ihr müsst halt nur gucken, dass ihr eine Konstellation habt, wo ihr einen Hügel habt unter Stadtcenter und dann eben, ne, dass ihr das da hinbauen wollt. Da könnt ihr am Anfang ein bisschen gucken beim ersten Bau. Ihr müsst halt nur wissen, wie es funktioniert. Das heißt, ihr kriegt es preiswerter und kriegt einen plus zwei Kulturbonus, ja? Plus zwei Kultur. Nochmal zur Erinnerung, euer dreckiger Palast, ein Kultur, das Monument zwei Kultur, da habt ihr drei Kultur. Und wenn ihr das Ding früh baut für einen halben Preis, dann kriegt ihr nochmal zwei Kultur, ja? Also da kriegt ihr halt nochmal irgendwie zwei Drittel von dem, was ihr eh schon nur haben solltet am Anfang. Obendrauf, umsonst, ja? Also was umsonst, aber, ne? Quasi für was ihr sonst nicht kriegen würdet. Und das für einen halben Preis. Und das hat dann auch noch Synergien wieder mit zurück mit dem Gorgo, mit der Republic und mit dem Hopliten, ja? Ihr habt also quasi vier Boni, die alle Synergien haben, die alle für sich genommen geil sind. Und das ist einfach nur traumhaft. Und dann habt ihr noch griechische Städte, die auch keine beschissenen Namen haben, wie bei manch anderen Nationen, wenn das ein Punkt für euch wäre. Also diese Nation, ja, die Griechen mit Gorgo, also die schießen absolut den Vogel ab. Also für mich ist das Nonplusultra. Ich habe mir die anderen auch angeguckt, alle, ich habe wirklich jede durchgeguckt. Da gibt es ein paar nette bei, keine Frage. Aber die Griechen, sage ich euch, die sind einfach nur, also ja, wild, möchte ich sagen, wenn ihr das entschuldigt. Also die Griechen, die würde ich sagen, sind auf jeden Fall die stärksten. Und das unabhängig davon, ob ihr einen Kultursieg wollt oder ob ihr auch einen kriegerischen Sieg wollt, weil ja auch, wie gesagt, die Weiker gibt euch ja mehr Kampfmöglichkeiten zum Beispiel, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Oder wenn ihr halt die Akropolis hochzieht, dann habt ihr ja dieses Theater-Square quasi preiswerter bekommen, was ja dann andere Boni noch bringt, die auch sinnvoll sind mit Happiness und so, weil ihr Gebäude reinpflanzt und so weiter, ne? Also von daher wächst ihr dadurch auch schneller. Also ich würde sagen, in jeder Hinsicht sind die beste Nation, die Griechen unter Gorgo. So, die nächste, die ich identifiziert habe, die sind die Kongolesen aus meiner Sicht. Die haben nicht ganz so viele Synergien,
Aber die haben auch ein paar schöne Sachen. Ich konnte nicht alles zu 100% herausfinden, aber dieses erste reicht eigentlich schon, um die durch die Gecke gehen zu lassen. Und zwar haben die den Narkisi, ich nenne ihn einfach mal Narkisi, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Was das bedeutet, ist, dass eure Dinger, die ihr in euren Palast am Anfang reinschaufelt, und da passen, steht das jetzt hier bei, steht gleich hier drei. Also, wenn ihr am Anfang fangt ihr mit dem Palast an, da passt ein Kunstwerk rein, ja, ein Buch oder ein Bild oder eine Skulptur oder irgendwas. Was jetzt hier nicht beisteht, ist, dass da in euren Anfangspalast fünf reinpassen. Das steht bei, wenn das Spiel startet. Ich habe eben nachgeguckt. Fünf Teile passen da rein, ja? So, und jedes Teil, was ihr da reinpackt, gibt diesen Bonus, den ihr hier vorne guckt, global. Das heißt, habe ich da jetzt fünf Gemälde drin, dann kriege ich 10 Nahrung für jede verfluchte Stadt auf der gesamten Welt. 10 Nahrung! 10! Also, zur Erinnerung, eure Stadt am Anfang wächst halt hauptsächlich, wenn ihr keine Verbesserung habt, weil eben eine Stadt für einen Arbeiter zwei Sechsfelder hat, die im Prinzip Einkommen generieren. Ne? Die Stadt selber, plus eben der eine Arbeiter, der dann eben hausieren geht. Und das ist halt der Hauptgrund, warum die Stadt am Anfang wächst. So. Und später wächst er halt durch Verbesserungen. Jetzt kriegt ihr aber einen Wachstumsfaktor dabei, der halt nicht für ein Feld Verbesserung plus zwei Nahrung ist, sondern eben einfach mal plus 10 sein kann, wenn ihr halt 10, wenn ihr 5 Kunstwerke habt, auf jede Stadt obendrauf. Aber nicht nur das, ihr kriegt ja auch die Produktion plus 2 drauf. Das heißt, wenn ihr 5 Kunstwerke habt, dann ist es so, als ob jede eurer Städte 5 extra Felder hätte, die bearbeitet werden, ja? 5 Felder bearbeiten. Das ist so, als ob ihr 5 Bevölkerung mehr habt. Und das auch nur, wenn ich die 4 Gold nicht mitzähle. Weil 4 Gold und Nahrung. Also normalerweise gibt es kein Feld, was 2 Nahrung, 2 Produktion und 4 Gold bringt. Normal gibt es halt irgendwie, weiß ich nicht, 2 Produktion und 4 Gold auf einem Feld, ja? Das heißt also im Prinzip ist das hier ein Bonus, wenn ich es auf 5 Skulpturen habe, der mehr als 5 Feldern Einkommen entspricht. Das heißt, eine Stadt von 6 würde dann ein Einkommen von 11 generieren, ganz grob gesprochen, ja. Könnt ihr euch natürlich nicht so fokussieren, weil, ne, das ist ja ein allgemeiner Bonus, aber ne, im Prinzip könnt ihr damit also das Einkommen, was ihr damit generiert global, das schießt halt einfach in jeder Hinsicht den Vogel ab. Das einzige Problem ist, ihr müsst halt an die Relikte, Artefakte und den ganzen Krempel rankommen. Die kann man aber in dem Spiel einhandeln mit anderen Nationen. Und es gibt auch Stadtstaaten, die schenken euch zum Beispiel, wenn ihr Naturwunder findet, so ein Zeugs. Das heißt, wenn ihr mit denen halt am Anfang viel rumgeht, Leute entdeckt, um mit denen schnell zu handeln, oder eben diesen Stadtstaat findet, der euch das schenken kann, wenn ihr Naturwunder findet, ein Naturwunder findet, oder ihr arbeitet halt sinnvoll drauf zu, weil ihr kriegt ja auch noch den Bonus zum Beispiel durch Great Artist. Also ihr kriegt ja hier, das sind glaube ich zwei Punkte, die ihr in Great Artist und Great Merchant bekommt. Ich glaube, ich kriege für den Schriftsteller auch noch welche. Steht hier auch nicht drin. Stand aber, glaube ich, eben, als ich Civ gestartet habe. Und die schalten euch ja im Kern auch diese Kunstwerke irgendwo frei. Das heißt, ihr kommt ja auch schneller an den Krempel dran. Also in jeder Hinsicht ist das auch hier für sich genommen ein super Bonus, weil ihr kriegt die relativ schnell. Nicht so schnell wie manch anderer Bonus, aber relativ schnell. Das ist schon so Midgame, ist das möglich, 5 zu haben. Und selbst wenn ihr nur eins habt, bei 1 ist ja schon ein fetter Bonus, ja. Also wenn ich jetzt sagen wir, ich habe mein erstes Kunstwerk, bevor ich meine zweite Stadt habe oder meine dritte Stadt. Die neue Stadt fängt dann eben mit plus 2 Nahrung an, weil ich ja nur ein Feld extra bearbeite. Dann hat die nicht plus 2, sondern plus 4 Nahrung, wächst also doppelt so schnell im Grunde genommen, wie sie wachsen sollte. Plus das erste Gebäude baut sie doppelt so schnell, wie sie es bauen sollte, ja. Also das ist schon ein ziemlich heftiger Early Game Bonus, selbst wenn ihr nur ein Relikt habt oder so weiter. Also das ist halt, ja, und wenn ihr den halt auf 5 hochbringt, ist das halt super hardcore. Weil das allerdings absolute Werte sind und im Late Game halt dann nicht so gut weiter skaliert, würde ich sagen, wenn ihr halt in der Neuzeit seid, dann wird dieser Bonus natürlich entsprechend immer schwächer, obwohl 40 Gold extra haben zum Beispiel pro Runde. Das ist natürlich, 40 Gold? 20, 5 mal 4 sind 20. Das ist schon ultra nett. Und diese Great Artist und Great Merchants Geschichte hier, die bringt euch ja im Prinzip, diese Punkte bringen euch so den Typen und der Typ selbst bringt euch ja nicht nur, dass er da irgendwelche Verbesserungen auf dem Feld oder so baut, sondern es bringt euch ja auch noch irgendwelche andere Boni, die jetzt noch gar nicht mit bedacht sind, ne, die ihr earlier bekommt. Mehr regelmäßiges Einkommen oder was auch immer, ja. Das sind ja auch noch Boni, die müsst ihr auch noch mal mit reinnehmen. Ich kann ja gerade mal auf den Merchant draufklicken. Ich habe die jetzt nicht im Kopf, was die bringen. An den ersten werdet ihr wahrscheinlich nicht realisieren, aber ja, das sind auf jeden Fall die Boni, die ihr dann freischaltet mit dem ersten, den ihr ja früher als die anderen kriegt, weil wo sollen die denn den Great Merchant herkriegen, die anderen, so früh wie ihr, wenn ihr eben dieses erste Teil vergeben habt? Und ihr kriegt nicht nur den, sondern kriegt ihr ja auch noch den Great Artist dazu, und das sind halt auch entsprechend Boni, die in aller Regel hier, ne, Skulpturen und so freischalten. Das heißt, wenn ihr das erste Relikt habt, dann kriegt ihr das zweite Relikt schneller und dann das dritte und so weiter. So, eine Sache, die mir jetzt dazu sagen muss, ist, das Ganze kommt mit dem Preis. Das steht natürlich hier nicht bei, aber die kommen mit diesem, dass sie keine Religion selbst haben dürfen. Steht das hier natürlich wieder nicht nirgendwo? Ich glaube, irgendwo steht das hier, aber stand auf jeden Fall im Spiel. Ich habe es ja nachgeguckt. Und zwar haben die dieses, genau, dieses Religious Convert, glaube ich, heißt das. Genau. Was das bedeutet, ist, die können keine Holy Sites bauen, ja. Das ist ein bisschen doof. Das heißt, die Religionsoption ist außen vor. Religion ist ja gar nicht so ultra schwach in dem Spiel.
Auf der anderen Seite bedeutet das, wenn ihr im Multiplayer seid, aber meinetwegen auch, wenn ihr im normalen Spiel seid, der spanischen Nachbarn, der seine Region auf euch drauf münzen will und so, die haben ja kein Problem mit euch dann, weil die wissen ja, okay, dieser Nachbar, der nimmt meine Religion, der will meine Religion und noch besser, wenn er irgendwie so, was war das, glaube ich, hier irgendwas baut, genau, wenn ich halt diesen Embasa baue, was ein Theatersquare ist. Nee, das ist ein Wohngebäude und das ist ein Theatersquare. Wenn ich das baue, dann kriege ich einen Apostel und der Apostel wird die Religion meines Nachbarns quasi, ist ja diese Majority-Religion, was die einzige ist, die ich haben kann, wird die dann verbreiten. Das heißt, mein Nachbar weiß, ich nehme seine Religion und ich verbreite seine Religion. Das heißt, das ist auch ein diplomatischer Vorteil, gerade im Multiplayer, wenn die Leute das machen. Also sie wissen, wenn ich dem meine Religion gebe, dann verbreitet der die umsonst für mich. Ne? Also ich glaube schon, dass er da einen Nachbarbonus kriegt, der wäre der Nachbar schön blöd, wenn er euch ausrottet. Und ich glaube, dass man da auch schöne Synergien machen kann, wenn Nachbarn verhandeln, dass er ihnen die Kunstwerke dafür gibt, dafür tut man die Religion sinnvoll weiterleiten. Also ich glaube, dass man da eine Menge machen kann. Problem ist ja, wie gesagt, dass ihr keine eigene Holy-Sites bauen könnt und keine Religion. Aber für jede Holy-Site, die ihr nicht baut, baut ihr ja ein anderes, anderen Bezirk. Ja, die sind ja auf plus drei Bevölkerung, erlauben euch einen Bezirk, deswegen ihr die eh nicht spammt, die Teile. Also es ist kein Drama, dass ihr das nicht bauen dürft. Ihr habt genug andere, die ihr bauen könnt, die sinnvoll sind, ja. Also in jeder Hinsicht ist das tatsächlich kein großer Nachteil. Und ihr kriegt ja den Apostel umsonst hier vorne und könnt die Religion weiterbringen. Ich meine, der einzige Grund aus meiner Sicht, die Religion weiterzubringen, ist halt für Multiplayer, weil ihr Nachbarn habt, der halt sieht, dass ihr ihm helft mit eurer Religion. Ich weiß halt nicht, warum ihr das machen wolltet im Singleplayer für die KI, ehrlich gesagt. Weil die realisiert bestimmt nicht, dass das ein Bonus ist. Aber es gibt zumindest keinen Grund, einen Kriegsgrund zu machen. Aber der Apostel, würde ich sagen, ist definitiv ein Vorteil für, ne, euer Nachbarn quasi, wenn das ein menschlicher Spieler ist. Also für unsere Multiplayer-Runde, die wir heute planen, ein Traum, sage ich euch. Alle werden mich lieben, wenn ich Afonso spiele. So, der heißt, glaube ich, so der Anführer, auch wenn der heißt ja anders, wahrscheinlich immer Afonso. Ich auch egal. Und dann haben die noch diese Spezialeinheit, das glaube ich einfach ein Schwertmann, der ohne Eisen kommt, wenn ich das richtig gelesen habe. Not require iron. Genau, ja, das ist eigentlich im Prinzip alles. Und kriegt keine Penalties für Forests und Jungles, also ist auch ein ganz guter Kämpfer im Prinzip. Und hat noch einen Defensive-Bonus gegen Ranged-Attacks, also in jeder Hinsicht eigentlich ein super Mann fürs Early Game. Und ihr könnt ihn halt spammen, ohne Eisen zu haben. Und später könnt ihr einen Musket Man draus machen, also auch aufleveln. Und da der halt, ne, im Dschungel sich schneller bewegt und gegen Fernkampf auch noch gut einsteckt, überlebt er auch mit guter Erfahrung. Also würde ich sagen, ist im Grunde genommen eine sehr, sehr gute Einheit. Da kann man sich ja gut dran arbeiten mit dem. Ich sehe jetzt keine super Synergien da, aber sicher eine gute Einheit zum Arbeiten. So, und dann haben die dieses Gebäude, dieses M-Banzer. Da gibt es leider keine großen Informationen drüber, außer dass die Neighborhood replaces. Das einfach bedeutet, dass ihr mehr Bevölkerung haben könnt. Das ist einfach da, wo die Leute drin leben. Und je mehr davon habt, desto schneller wachsen die halt auch. Und desto größer könnt ihr wachsen. Also ein ziemlich cooles Ding. Und ihr könnt es auch früher produzieren, steht hier. Und so gleichzeitig noch Food und Gold bringen. Ich konnte aber keine Zahlen dazu finden, wie viel Nahrung und Gold es bringt. Aber wenn ich es richtig stehe, normales Housing, was ihr baut, tut da kein Futter und Gold bringen. Und das ist ja schon ein super Bonus fürs Wachstum. Und ihr kriegt es früher. Aber da sehe ich halt auch nicht genau, was früher bedeutet. Weil normal braucht ihr den Urbanization Tag für das, glaube ich. Und wenn ihr früher steht, unterstelle ich mal, dass ihr einen anderen Tag oder gar keinen braucht, aber da konnte ich keine Info zu finden. In jedem Fall ist das in sich selbst auch schon nett fürs Wachstum. Problem bei dem ist halt nur, dass die keine so großen Synergien untereinander haben, die Sachen. Die größte Synergie, würde ich halt sagen, ist halt wirklich zwischen dieser Nahrung und dem M-Banzer-Gebäude. Wo ich aber nicht 100% halt weiß, wo und wie man da rankommt. Aber wenn ihr halt mehr Housing früher bereitstellen könnt, was auch noch mehr Nahrung herstellt, und ihr hier mehr Nahrung bekommt, dann ist das in sich genommen schon eine Synergie, die miteinander arbeitet. Also von da ist das nicht ganz verkehrt, das Ganze. Mein Ding auch noch die Produktionsbonus mit der verbesserten Einheit, aber das ist ja keine so Hardcore-Synergie. Aber für mich ist das trotzdem allein wegen diesem Bonus und dem eventuell auch, ist das die zweitbeste Nation im Moment, von allen, die ich gesehen habe. Die anderen haben auch ganz nett, da gibt es halt auch für besondere Gameplays vor allem Boni. Aber ich würde sagen, das ist schon eine richtig gute Sache. Ihr dürft nur nicht neben Gandhi arbeiten. Wenn ihr neben Gandhi anfängt, wird er euch ausrotten, weil er keinen Bonus von euch kriegt. Das mag er sicher nicht. Aber ja, das ist erstmal der Überblick, was ich jetzt sagen würde. Ne? Die Kongolesen unter Dzinga. Der Shaka Zulu, der kam woanders her. Ne? Zulu Nation, glaube ich. Egal. Also der Gurgo Greek und der Kongolese hier. Also das ist auf jeden Fall, wo ich sagen würde, die beiden, die schießen im Moment den Vogel ab. Gurgo vielleicht noch ein bisschen mehr als ein Dzinga, aber eine Dzinga könnte ich mir für Multiplayer besser vorstellen. Einfach weil ihr eben dann euer Nachbarn, ne, mit Freunden und so weiter, ist die Frage, ob die eure Relikte, die jemand von euch verhökern wollen, aber da ihr auch mehr Goldeinkommen habt, ne, die vielleicht Zuschuster mit Gold geben, vielleicht wirklich ihr Relikt, kann ja sein, dass die sagen, okay, diesen Reliktbonus, der bringt mir eigentlich gar nichts. Ich will ja eh kein Kultursiegel oder was auch immer und dann nimm einfach gegen das Gold, dann baue ich mir lieber ein Gebäude für.
Also ich denke, dass die beiden wirklich ganz hervorragend laufen und ich freue mich schon darauf, die beiden anzuspielen und so gucken, wie wir mit denen klarkommen. Ja, und sonst, ich gucke mal noch bei anderen Nationen, was man da vielleicht nochmal vorstellen kann. Ich habe, wie gesagt, alle durchgeguckt, aber im Grunde genommen, die waren alle nett, aber ich fand keine, die so OP waren wie die beiden hier. Also erwähnenswert, nur ganz kurz vielleicht, was mir aufgefallen war, war zum Beispiel der Trajan-Typ hier, der diese Straßengeschichte bringt. Da könnt ihr von Anfang an eure Handelsposten so ausbauen, dass ihr immer weiter handeln könnt, sodass ihr im Prinzip um die Welt näher handeln könnt, ne, und kriegt für jeden Handelsposten nochmal extra Gold. Also wenn ihr Gold entkommen wollt und handelt und friedlich, dann ist der sicher euer Mann. Das war ziemlich heftig, was der da kriegt. Also der macht zum Beispiel für eine Karawane, die er losschickt, baut der in der Stadt, wo die ankommt, baut der einen Handelsposten. Und von diesem Handelsposten aus könnt ihr 15 Teils, also 6 Felder, weiter eine Handelskarawane im nächsten Zug losschicken zum, ja, was immer dann eben von einer anderen Stadt 15 Felder entfernt ist. Dann baut er da einen Handelsposten und von da wieder 15 Felder und so weiter, sodass das eben irgendwann, das snowballt halt in die Richtung, sodass ihr die ganze Welt mit Handel umbauen könnt. Und für jeden Handelsposten, den eure Karawane durchquert in diesem Zusammenhang, kriegt ihr nochmal extra Goldbonus, sodass Handel für den nicht nur super lukrativ ist, weil, ne, weit weg und ihr könnt halt die besten Städte raussuchen, sondern eben auch ja, eben mehr Gold bringt, je länger die Handelsroute wird. Also ein ganz, ganz netter Bonus. Und dann könnt ihr halt mit denen auf Handelstech gehen und Handelskultur und was weiß ich nicht alles. Das fand ich auch noch ganz nett. Nicht super OP unbedingt. Oder meinte der Wikinger, der alles von der Küste aus plündern kann relativ früh. Das ist eher die kriegerische Version. Es gibt halt wirklich schöne Dinge hier mit sehr besonderem Gameplay. Trotzdem würde ich sagen, Kongolese und Grieche, die schießen den Vogel ab. Und die gucke ich mir heute im Multiplayer an. So, in dem Sinne.